Open heißt für mich mitmachen. Also für mich, ich finde jetzt die Kostenfrage, die oft ankommt, nicht so interessant. Ich finde es interessanter, dass Open, quasi Open-Ansätze, mehr Leute mitmachen lassen, denen ganz andere Rollen geben, also dass ich nicht mehr der konsumierende Lerner bin, sondern ich bin auch der Mitlerner oder vielleicht auch der Lehrer. Ich erkläre auch meinen Kollegen was oder ich habe Sachen, die ich mit anderen teilen kann. Also der Lerner wird viel mehr ins Zentrum gerückt. Und wir haben auch viel mehr Leute, die mitmachen können, die vielleicht jetzt im Moment nicht mitmachen können. Also Stichwort Entwicklungsländer oder Leute, die mit dem normalen Schulsystem nicht zurechtkommen, weil sie ein Kind bekommen und aus der Uni aussteigen müssen oder so. Also da kann man viel flexiblere Modelle bauen in diesem Open Education Bereich, um auch solche Leute zu erreichen. Leider ist unser Bildungssystem ja im Moment eher darauf ausgerichtet, dass jeder gleich ist. Also jeder macht die gleichen Kurse, jeder muss die gleichen Examen schreiben. Wir haben standardisierte Tests jetzt in Europa, in Amerika. Am Ende bekommt jeder eine Zahl, mit der bewirbt er sich dann für seine Uni. Ich finde, Open ist genau das Gegenteil. Also wir können jeder anders sein, jeder kann seine eigene Lerngeschichte entwickeln. Jeder braucht keine Zahl mehr, sondern kann beschreiben, was er gemacht hat, kann das mit anderen teilen, kann teilnehmen auch in ganz anderen Projekten. Zum Beispiel ist auch viel interessanter, etwas zu machen, also als Softwareentwickler Software zu schreiben, als darüber zu lernen, was Softwareentwicklung ist. Und so viel Bildung heutzutage ist immer noch, wir lernen über was, anstatt dass wir es tatsächlich machen. Und im Internet kann man viel mehr Sachen machen, also von kleinster Jugend bis großem Alter. Meine Kollegen zum Beispiel haben eine Website entwickelt, die nennt sich Scratch. Da können Kinder programmieren lernen, aber die lernen nicht programmieren, sondern die erzählen sich Geschichten. Und indem sie sich Geschichten erzählen, verstehen sie die Strukturen von Programmen, lernen Schleifen und alle solchen Sachen. Aber die machen Sachen, die sind Geschichtenerzähler, die machen Sachen, die sie interessieren. Die lernen nicht über Geschichten erzählen oder über Programmieren. Die Lernideen, die dem zugrunde liegen, die sind alt. Aber was anders ist heutzutage, ist, dass mehr Leute, früher musste ich ja eine Schule bauen, wenn ich jemanden unterrichten wollte, oder eine Universität bauen. Heutzutage kann ich eine Webseite bauen, das kann jeder machen. Ich kann, wie der Jörn Lovitschach, Videos aufnehmen und auf YouTube hochladen. Die werden dann von 50.000 Studenten gesehen. Das konnte ich vorher nicht. Also wir haben jetzt Möglichkeiten, sowohl andere zu finden, mit denen wir vielleicht was machen wollen, die hatten wir vorher nicht. Wir haben Möglichkeiten, mit denen dann tatsächlich Sachen zu machen übers Internet, die hatten wir vorher nicht. Ich konnte ja nicht dann die 6 Experten für Pinguinforschung zum Beispiel zusammenbringen, wenn die in verschiedenen Ländern wohnen. Das kann ich jetzt aber im Internet, sodass diese Ideen für besseres Lernen eigentlich jetzt erst im großen Rahmen umsetzbar sind. Was ich in der Schule sehr schade finde, man nimmt da jahrelang Mathe. Ich war jetzt relativ gut in Mathe, aber ich habe nie verstanden, wofür das gut ist, warum ich da jetzt Mathe lerne. Und ich benutze auch einen Großteil dieser Mathematik nicht und nie wieder. Das finde ich eigentlich eine riesen verpasste Chance. Also es wäre viel interessanter gewesen, da ein Projekt zu machen, sagen wir mal, wir bauen eine Brücke oder wir bauen einen Helikopter. Und dann darüber halt Physik und Mathe, das muss man ja dann auch alles lernen. Nur dann hat das Sinn, dann mache ich da irgendwie was mit. Ich glaube, das hat für Kinder eine ganz andere Lernwirkung dann, wenn das an eigene Interessen angeknüpft ist. Ich wünsche mir, dass offene Bildung mehr aktive Teilnahme von Leuten ermöglicht, die im Moment nicht teilnehmen. Und dass es nicht sich anfängt, auf die großen Institutionen auszurichten, dass jeder dann zum MIT guckt und sagt, wir wollen das machen, was die am MIT machen, sondern dass es eben die kleinen Institutionen, die kleinen Projekte sind, die dadurch rauskommen, dass wir das wilde Internet so ein bisschen wiederentdecken. Die ganzen tollen Ideen, die die Leute haben, ist ja egal, wofür man sich interessiert. Es muss ja nicht jeder BWL studieren. Und ich finde, es ist viel zu viel BWL studieren. Und es gibt ja eine Richtung, so quasi BWL-Studium für alle jetzt oder diese MOOCs. Ja, hier ist die Vorlesung, die können jetzt 100 Millionen nehmen. Die andere Vision ist eben, dass jeder seine eigene Vorlesung macht. Das ist, finde ich, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Dass jeder mitmacht, seine eigenen Interessen verfolgt und wir das irgendwie da Strukturen bauen, um das zu unterstützen.